Vor ungefähr 10 Wochen bin ich auf Debian Hals über Kopf auf meinem Hauptrechner gewechselt. Warum? Das habe ich in dem anderen Video schon erklärt. Kurz gesagt, die Ubuntu-Basis hat einen bestimmten Bug. Wenn genügend Treiber in der initram.fs stecken, allokiert grob eventuell zu wenig Arbeitsspeicher, damit Linux hochfahren kann. Kurzum, mein Linux hat nicht mehr funktioniert. Linux Mint oder alle Ubuntus haben komplett gestreikt. Diesen Bug gibt es anscheinend schon längere Zeit und der scheint auch wohl nicht so einfach zu lösen zu sein. Bei Debian hat das aber alles wunderbar funktioniert. Ich bin aktuell bei Debian 12 Bookworm, das ist noch im Testing-Bereich, soweit ich weiß. Wird also erst so richtig dieses Jahr erscheinen. Aber ich möchte jetzt mit euch so ein kleines Fazit ziehen, euch mitnehmen, was hat sich die 10 Wochen auf meinem Hauptrechner getan. Was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut und wie sieht's am Ende aus? Bleibe ich jetzt langfristig auf Debian? Stelle ich meine anderen Rechner auch auf Debian um? Diese weiteren Fragen kläre ich jetzt im Video. Es wird spannend. Ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. So sieht aktuell mein Debian Desktop aus. Ich habe eine relativ schicke Leiste, das habe ich aus dem Video von vor einer Woche, glaube ich, übernommen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt hier keinen Zwei-Leisten-Design, wie ich das im Video vorgestellt habe. Ich habe das hier, also die Standardleiste einfach ein bisschen angepasst. Ein anderes Icon-Thema nochmal genommen, Papyrus. Und als Fensterthema, was mir aktuell sehr gut gefällt, habe ich White Sir Dark genommen. Das habe ich aus dem macOS-Thema-Video genommen. Ne? Also habe ich mir irgendwie so ein bisschen zusammengestellt und tatsächlich die Linux Mint Maus genommen. Bibata Modern Classic anscheinend aktuell. Gefällt mir aktuell ganz gut und das System sieht schlüssig aus. Läuft erstmal rund und macht, ich bin ehrlich, wirklich Lust auf mehr. So sieht die Hülle aus. Schauen wir uns das System doch mal ein bisschen genauer an, beziehungsweise was fand ich gut, was fand ich vielleicht nicht so gut. Wenn ihr nur zum Fazit wollt, habe ich euch den entsprechenden Timecode in die Videobeschreibung gepackt. Ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen mit den Dingen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben. Und zwar, ich musste viel mehr einrichten, dass mein Hauptrechner wirklich wieder rund gelaufen ist, dass ich wirklich wieder einen guten Workflow habe, dass alle meine Anwendungen in gewisser Weise umgestellt waren und dass ich überhaupt erstmal eine Funktionalität, eine ähnliche Funktionalität habe, wie jetzt beispielsweise auf einem Linux Mint Cinnamon. Ich musste viele Anwendungen dazu installieren, den Cinnamon Desktop viel mehr einrichten. Ja, man muss halt einfach mehr Hand anlegen und man muss genau wissen, was man in der Hinsicht tut. Ansonsten hat der Cinnamon Desktop hier ganz klar weniger Features als der Cinnamon Desktop auf dem Linux Mint, weil er eben auf verschiedenen Features von Linux Mint abhängt. Beispielsweise mein größter Feature-Verlust, wenn wir jetzt hier einfach mal drauf schauen, ich möchte FreeCAD entfernen, deinstallieren, macht man das unter Linux Mint ganz einfach. Ich rechtsklicke das Ganze und dann kann man das hier entfernen. Gibt es hier einfach nicht. Also es gibt hier keinen Deinstallieren-Button. Das liegt an einem Linux Mint Feature, weil Linux Mint hat seinen eigenen Software-Daemon, soweit ich weiß, eingebaut und den spricht dann dieses Menü an. Diesen findet der Desktop nicht und von daher bietet er uns nicht das Deinstallieren an. Beispielsweise nur eine von vielen Kleinigkeiten, wo man merkt, hier ist der Cinnamon Desktop etwas abgespeckter. Ansonsten, das sind einzelne Sachen, ist auch nicht so schlimm, ist auch sonst so ziemlich alles dabei im Cinnamon Desktop. Also ich vermisse jetzt nicht unbedingt viel. Das Deinstallieren ist ein bisschen schade, ich habe mich daran sogar ein bisschen gewöhnt. Ist dann halt mal gerade so. Wenn wir überhaupt zu den fehlenden Funktionen kommen, muss ich sagen, traue ich einer Anwendung besonders hinterher. Und das ist Xed. Xed ist der Texteditor unter Linux Mint, der funktioniert ohne Probleme und ein großes Feature, was ich jetzt hier vermisse, beispielsweise wenn ich hier irgendwas schreibe in meinem Gedit, den habe ich jetzt hier gerade offen und ich möchte das jetzt größer oder kleiner machen, was ich häufig in Videos gemacht habe, funktioniert das mit dem Xed ganz einfach mit Steuerung
und Mausrad. Da kann ich das hin und her bewegen und dann größer und kleiner machen. Probiert das mal aus bei eurem Xed, bei eurem ganz normalen Texteditor in Linux Mint. Das ist eine X-App von Linux Mint entwickelt, basierend auf Gedit. Aber ja, Gedit kann das nicht. Und hat tatsächlich auch einige Features nicht mehr so richtig schön vorhanden, wie jetzt beispielsweise der Xed das Ganze hat. Wenn ich hier die Schrift ändern möchte, dann muss ich hier auf die drei Punkte klicken, dann auf die Einstellungen, dann auf Schrift und Farben, hier das Ganze einstellen und hier dann jeweils dann einstellen. Ich finde das extrem kompliziert. Und ja, so richtig schön ist es auch nicht. Außerdem musste ich jetzt bei dem Dark-Thema hier die Farben hier anpassen. Beispielsweise, also das ist so eine Kleinigkeit, muss man halt irgendwie mal machen. Wenn ich hier sage klassisch, dann sieht das aktuell so aus mit meinem Dark-Theme. Also so richtig Dark-Theme unterstützt das jetzt hier noch nicht. Also ihr seht, das sieht richtig schlimm aus. Und von daher musste ich hier dann wechseln. Ich glaube, ich war in, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Oblivion hatte ich. Ja, das hat mir jetzt am meisten gefallen. Da muss man dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Hand anlegen. Und das beschreibt eigentlich ziemlich gut die Debian-Benutzung, muss man sagen. Also es funktioniert zwar alles irgendwie, aber man muss immer so einen kleinen Ticken mehr Hand anlegen. Beispielsweise, als ich meinen Linux Mint Desktop installiert habe oder auf anderen Rechnern nutze, ist es sehr, sehr schön, habe ich direkt viele, viele Anwendungen da viele, viele kleine Helferchen, die ich tatsächlich als Power-User schon immer mal wieder brauche. Beispielsweise die App Massenumbenennen war nicht vorinstalliert und ich musste relativ zügig mal kurz ein paar Ordner oder ein paar Dateien in einem Ordner umbenennen und dann war es nicht da. Na, und das muss ich sagen, ja gut, dann musst du es auch mal wieder erst installieren. Klar, das musst du nur einmal machen, aber das musst du dann immer einmal bei jedem Rechner machen. Von daher, jetzt ist Massenumbenennen wieder drauf. Ich weiß nicht, ob das genau die gleiche App ist. Es sieht aber sehr, 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 sehr ähnlich aus zu der Linux Mint App. Ich gehe davon aus, dass Linux Mint das geklont hat oder vielleicht sogar auch so direkt einbindet. Funktioniert dann auch wieder sehr, sehr gut, aber das ist dann auch wieder eine Kleinigkeit. Ja, da musst du erstmal suchen, was für eine App nimmst du denn da? Natürlich mit genug Erfahrung und so weiter hast du irgendwann deinen Arbeitsplatz entwickelt und weißt ganz genau, was du wann wie wo installieren musst. Das musst du aber erstmal alles selber herausfinden und sowas kostet extrem viel Zeit und vor allen Dingen für Leute, die einfach nur auf ihrem Rechner arbeiten wollen und dann nicht groß rumexperimentieren wollen, für die kann das vielleicht langfristig wirklich nervig sein. Ansonsten eine Anwendung vermisse ich auch ganz, ganz stark in dem Debian-Universum, sage ich mal, und zwar ist das Pix. Ist auch eine X-App von Linux Mint. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Ist eine wunderbare Fotoverwaltung, in der man richtig schön kurz Fotos zuschneiden kann, Bildgrößen ganz, ganz einfach ändern kann, ohne das GIMP rauszuholen. Und aber beispielsweise auch die Dateien in das WebP-Format umzuwandeln. Das mache ich häufig für meine Webseiten beispielsweise, dass die Webseiten schneller laden. Ne? Gibt es leider selten irgendwelche Editoren, die das schon direkt von sich aus unterstützen. GIMP kann das, Pix kann das und dann habe ich auch erstmal in die Röhre geschaut. Das heißt, wenn ich eine PNG-Datei hatte, nehmen wir jetzt einfach mal diese Datei, dann habe ich das früher mit Pix geöffnet und dann relativ einfach in ein WebP-Format umgewandelt. Aber ich darf tatsächlich hier jetzt Abhilfe schaffen, wer genau das gleiche Problem auch hat. Man kann das ganz einfach mit Shotwell öffnen, mit dem Bildbetrachter und kann hier tatsächlich sagen, speichern unter. Und wenn man hier dahinter den Pfad ändert in WebP, dann funktioniert das tatsächlich auch. Und wir haben jetzt hier ein komplett gutes WebP-Bild. Ne? Also man sieht hier die Dateigröße 92 Kilobyte. Und die Dateigröße von dem sind 191 Kilobyte. Also na, hat man über die Hälfte tatsächlich dann verkleinert. Ne? Also WebP ist da echt ein ganz cooles Format, was auch gerade so erst langsam so richtig aufkommt. Ne? Das ist extrem gut komprimiert, muss man sagen. Ja, von daher ist der Verlust von Pix nicht allzu schlimm. Allerdings, wenn ich so ein bisschen meine Alben verwalten möchte, Pix stammt ja von Shotwell ab. Ich muss sagen, Shotwell ist gefühlt erstmal ein ganz anderes Programm mittlerweile. Also Pix hat sich da schon so ein bisschen wegbewegt, vor allen Dingen von der Benutzeroberfläche. Beispielsweise habe ich jetzt mal Urlaubsfotos von mir aufgemacht und
Ja, man kann damit schon irgendwie so ein bisschen arbeiten und sich so ein bisschen was anschauen. Ich hoffe, ich mache hier irgendwas mal auf ohne Personen. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber jetzt beispielsweise könnte ich hier in Pix relativ einfach das Ganze im Vollbild anschauen und habe dann direkt nochmal meine anderen Fotos links. Nee, habe ich hier nicht, ne? Also es ist nochmal ein bisschen anders aufgebaut und ich finde es nicht halb so schön und halb so gut tatsächlich gelöst wie das Pix. Auch hier diese Funktionen, wie mal schnell zuschneiden, das ist hier schon irgendwie drauf, aber Pix hat das viel, 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 viel besser mittlerweile arrangiert. Man findet in Pix viel, viel mehr Funktionen und es ist einfach eine bessere Anwendung, bin ich ehrlich. Und von daher bin ich da so ein bisschen, ja, tatsächlich traurig, dass ich hier Pix nicht mehr habe. Mit Shotwell habe ich mich jetzt irgendwie angefreundet. Das passt schon. Ich nutze das auch nicht so häufig, bin ich ehrlich. Aber da merkt man auch schon wieder, ja, Linux Mint wiegt einen wirklich so ein bisschen in Watte, würde ich mal sagen. Man merkt manchmal gar nicht, wie gut man es auf Linux Mint hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man merkt das auch nicht sofort, wenn man anfängt, Linux Mint zu benutzen. Das kommt immer mit der Zeit. Man merkt überall die kleinen Zahnrädchen, wie die wirklich genau ineinander greifen. Und das merkt man tatsächlich nur, wenn man länger Linux Mint nutzt und nicht, wenn man sich es mal ganz, ganz kurz anschaut. Das muss ich wirklich sagen, ist wirklich stark. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Grafikbug. Bei der Bildschirmaufnahme habe ich vermehrt Flackern, ne? Dass hier irgendwie das Hintergrundbild durchflackert, besonders in oben. Manchmal ist es auch bei den YouTube-Aufnahmen zu sehen. Ich kann das Ganze minimieren, indem ich einmal kurz die NVIDIA-Einstellung öffne. Es ist absolut seltsam, aber wenn ich die öffne und wieder schließe, dann ist das Flackern weg. Ich habe keine Ahnung, was da komisch ist. Ich gehe davon aus, es wird irgendein Parameter im Kernel sein oder ich weiß nicht, wo es ist. Finde ich ein bisschen nervig. Hatte ich auch manchmal unter Linux Mint, aber auf jeden Fall nie so häufig und so vermehrt, also auch alleine die Bildschirmaufnahme, wenn ich mein Bildschirm über Jitsi teile, über ein Meeting, dann flackert das manchmal. Das ist sehr, 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 sehr nervig, bin ich ehrlich. Und so einen richtigen Weg, das wirklich langfristig abzustellen und überhaupt zu lokalisieren, das Problem habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Wenn da von euch jemand eine Idee hat, gerne in die Kommentare mit. Also man kann es beheben, indem man die NVIDIA-Einstellung öffnet, aber ja, so langfristig muss ich mir da mal suchen. Ansonsten habe ich tatsächlich hier in dem Debian Testing, wo ich gerade drauf bin, beziehungsweise Bookworm ist gerade das gleiche, den ein oder anderen Bug tatsächlich in Cinnamon gehabt. Das Positive ist, hier ist jetzt auch die Cinnamon-Version 5.6 drauf, die mir, bin ich ehrlich, auch sehr, sehr gut gefällt. Aber beispielsweise hatte ich häufiger den Bug, dass er direkt beim Starten eine Benachrichtigung oder ganz viele Benachrichtigungen, also 10, 12 Benachrichtigungen gehauen, dass irgendein Prozess veraltet ist, irgendein Zombie-Prozess gefunden wurde und Cinnamon doch bitte neu gestartet werden soll oder das System direkt neu gestartet. Habe ich gemacht, System neu gestartet, genau die gleiche Fehlermeldung wieder. Und ich habe das nur abstellen können, indem ich die Benachrichtigungen ausgestellt habe. Es hört sich absolut blöd an, aber so lief das leider ab und das war natürlich schade. Und da merkt man natürlich auch wieder so ein bisschen im Testing-Bereich und dass dann doch mal der ein oder andere Fehler mehr aufkommen kann, wie man ihn beispielsweise unter Linux Mint Cinnamon nicht kennt. Ist nicht schlimm, das hat sich wieder gelegt, es war nur eine Woche oder so, aber es hat wirklich ein bisschen genervt, bin ich ehrlich. Ansonsten als letzten Punkt, den ich vielleicht nochmal so ein bisschen negativ beleuchten möchte, ist, dass man weniger grafisch erledigen kann. Also wir haben quasi keine Aktualisierungsverwaltung. Wir haben zwar, also ich habe hier den Software Center installiert, das ist GNOME Software, da haben wir dann Aktualisierungen und da gibt es verschiedene Aktualisierungen, die kann ich mal aktualisieren. Ich weiß nicht, warum der sich mich selber aktualisiert, vor allen Dingen hier diese Flatpaks anscheinend. Das ist ein bisschen komisch. Die Systemaktualisierungen sind nicht viel, das macht er selber. Ich muss mal schauen, ob der die Flatpaks automatisch aktualisiert, by the way. Das müsste ich, wenn dann, doch mal auch selber machen. Aber das war es auch. Ich habe zwar hier oben in den Einstellungen, Aktualisierungseinstellungen, automatische Aktualisierungen, steht tatsächlich auch schon alles auf ein, muss ich sagen, entdecke ich jetzt gerade das erste Mal. Aber wie wir hier sehen, ich nutze meinen Rechner wirklich die gesamte Zeit. Also mein Rechner ist den Tag mindestens 10, 12 Stunden an. Leider. Aber trotzdem,
hier haben wir ganz viele Aktualisierungen. Also ich meine, das sind nicht viele, habe ich eben gecheckt mit dem Linux Assistant. Aber das hier, das ist so extrem viel. Da frage ich mich, warum man das nicht automatisch macht. Muss ich jetzt hier wieder selber Hand anlegen? Ne? Ist alles nicht halb so wild? Ja, führst du einmal einen Befehl aus, dann bist du da wieder durch. Aber es ist wieder einfach zusätzliche Arbeit, die du hast, die du nicht unter einem Linux Mint beispielsweise hast. Außerdem, was ich ein bisschen schade finde, dass wir keine grafische Verwaltung von Fremdquellen haben. Ne? PPAs gibt es hier nicht, aber es gibt hier keine Verwaltung von den Fremdquellen. Ne? Das Einzige, wo ich meine Fremdquellen sehe, ist in der Linux Assistant Sicherheitsüberprüfung. Und nicht auslachen, die schlägt bei mir richtig Alarm und ich würde dafür auf jeden Fall ins Gefängnis fast mitkommen. Schauen wir doch mal rein, was er sagt. Hier haben wir es, ne? Zusätzliche Paketquellen wurden gefunden. Ja, hier einmal Steam, Kaddy, Google und Microsoft. Boah, geil, die ganze Riege. Es ist sehr, sehr schön, Leute. Ja, Microsoft ist, glaube ich, von Visual Studio. Ich habe tatsächlich den Google Chrome aktuell als Standardbrowser. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Gut, Kaddy als Webserver und einmal, ich wusste gar nicht, dass ich Steam überhaupt als Repo drin habe. Das würde ich vielleicht mal ausstellen, weil so häufig nutze ich das dann doch leider nicht. Na, und ansonsten hier Netzwerksicherheit, boah, die ganze Riege aufgemacht, ja, keine Firewall, ein SSH-Server läuft und XRDP läuft. Wie kann ich mich hier überhaupt nur raustrauen? Ist in der Hinsicht nicht schlimm, weil ich bin in einem lokalen, sicheren Netzwerk und so weiter. Da laufen auch ganz, ganz wenig Geräte. Das geht schon. Aber er schlägt hier schon Alarm. Sagt so, ja, wenn du jetzt mit dem Rechner in ein Café gehen würdest, du würdest so hart gehackt werden. Wahrscheinlich nicht, aber ne, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall so viel, viel höher. Im lokalen Netzwerk ist das halb so wild. Ja, und wir sehen hier nur 6 Pakete sollten aktualisiert werden. Das passt schon. Aber ja, das ist meine einzige grafische Anzeige aktuell, ob ich Fremdquellen drin habe oder nicht. Ja, deswegen der Linux Assistant auch für Debian-Nutzer absolut gut geeignet. Ja, ich würde sagen, das waren meine negativen Punkte. Die waren jetzt auch teilweise wirklich ziemlich harsch, ziemlich negativ. Ich würde sagen, kommen wir zu den Punkten, die mir wirklich gut gefallen haben bei Debian mit Cinnamon. Und ich muss wirklich sagen, das System funktioniert ansonsten neben all den Kleinigkeiten wirklich gut und rund. Ich habe sonst, bis auf die Sachen, keine großen Probleme zu verzeichnen. Softwaretechnisch gibt es absolut keine Probleme. Ich kriege alles installiert, was ich haben möchte, bis auf die Linux Mint spezifischen Anwendungen. Mit Gedit habe ich mich jetzt so halbwegs angefreundet. Man will sich ja auch nicht zu sehr abhängig von einer Partei machen tatsächlich. Habe ich in der Hinsicht auch beachtet. Und ansonsten muss man wirklich sagen, der Cinnamon Desktop funktioniert auch wirklich ansonsten hervorragend. Ja, es fehlt ja eine oder andere Funktion, ansonsten kann ich hier wirklich nur beide Daumen nach oben geben. Die Software ist top aktuell, wir haben einen relativ aktuellen Linux-Kernel, lasst uns mal nachschauen, was wir hier haben. Ich muss das auch natürlich richtig eingeben. Wir haben hier einen Linux-Kernel 6.1, also absolut am Zahn der Zeit. Brauche ich auch aktuell für meine aktuelle Hardware natürlich, von daher ist das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass ich da das Aktuellste habe. Deswegen bin ich ja auch am Ende gewechselt und ich muss sagen, das funktioniert alles top. Ich habe keine Systemabstürze in der Hinsicht gehabt, dass ich sage, okay, gut, boah, da hat jetzt gar nichts mehr funktioniert. Bis auf einmal tatsächlich war ich im Meeting und dann hat sich das System so verschluckt, dass er heruntergefahren ist und wieder neu gestartet ist. Das war richtig, richtig, richtig seltsam. Hat sich dann, als ich in die Logs geschaut habe, der X-Server verschluckt. Ist die Connection einfach zusammengebrochen im X-Server und dann hat er gesagt, jo, ich fahre mal runter. War ein bisschen nervig im Meeting ja, so richtig muss ich sagen, schwierig. Ansonsten gibt es auch mal ab und zu, also besonders als ich weniger RAM hatte, als ich nur 16 GB RAM hatte, hatte ich extrem häufig wirklich große, große Freezes in dem System, obwohl noch RAM frei war. Er cached hier viel, 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 viel früher als bei Linux Mint. Ich habe zwar die Swappiness, die man so einstellen kann, tatsächlich dann runtergestellt, dass der weniger swappt, jetzt aber hier tatsächlich 31,9 GB zum Arbeitsspeicher und nur 4 GB Swap. Das passt. Der Swap wird tatsächlich auch noch manchmal befüllt. Ich bin aber tatsächlich auch manchmal bei den 24 bis 26 GB RAM dann drin, muss ich sagen. Also die brauche ich dann schon und dann hat das eigentlich schon ganz gut funktioniert.
Aber wichtig, wenn du knapp am Arbeitsspeicher bist, dann hat mein Debian hier viel, viel, viel früher geswappt und hat viel, viel früher gerödelt und ist ein bisschen gehangen als Linux Mint. Ich habe keine Ahnung, vielleicht haben sie da irgendwelche Tweaks nochmal gemacht oder irgendwelche separaten Einstellungen nochmal getätigt, irgendwo, wo das dann tatsächlich runterläuft. Also da muss ich sagen, hat Linux Mint dann auch den einen oder anderen Vorteil. Und da muss ich sagen, ja gut, kann man natürlich ein bisschen mutmaßen, woher das jetzt kommt. Aber ja, da man es schwierig auch reproduzieren kann, ist es natürlich auch erschwert, dann wirklich einzugrenzen und zu finden. Die Swappiness ist jetzt unten, ne? Und jetzt geht's auch. Kommen wir jetzt nach den ganzen positiven und negativen Punkten zum Fazit. Hat es sich für mich gelohnt, auf Debian umzusteigen mit Cinnamon? Und ich muss sagen, für mich hat es das auf jeden Fall. Auch mit den ganzen negativen Punkten. Ich bin wirklich ganz gut zufrieden mit dem System. Ich bleibe da jetzt auch erstmal drauf, wahrscheinlich, weil ich habe mich jetzt hier wirklich richtig, richtig gut eingerichtet. Das dauert tatsächlich ein bisschen und ich möchte extrem produktiv bleiben und hier nicht mein System alle halbe Jahre wechseln, weil ich einfach Spaß daran habe. Nein, für mich ist es wirklich ein Arbeitsgerät und da muss auch wirklich alles langfristig laufen. Und gut laufen. Und das tut es tatsächlich. Also ich komme mit allen kleinen Fehlerchen zurecht. Und Linux Mint hat ja auch den ein oder anderen Mini-Fehler gehabt. Von daher ist das jetzt nicht allzu wild. Die Frage ist, lohnt es sich für euch vielleicht auf Debian mit Cinnamon oder mit einem anderen Desktop umzusteigen? Und ich würde ganz klar sagen, für den normalen Anwender, der eine Alternative zu Linux Mint sucht, absolut nein. Dafür muss man viel zu sehr Hand anlegen. Also, ja, spult das Video zurück gerne, schaut euch an, was ich da für Problemchen hatte. Und natürlich, man kann das alles mit genug Erfahrung auch wieder ausgleichen, aber man muss absolut viel, viel, viel mehr machen, als jetzt bei einem Linux Mint. Ansonsten, wenn es einmal eingerichtet ist, läuft es absolut rund und würde ich mal sagen, ist dann so fast auf Linux Mint Qualität. Für Leute, die ihr System selber unter Kontrolle haben möchten und das Ganze vielleicht auch selber konzipieren möchten, so ihren eigenen Desktop sowieso zusammenbauen, da sowieso einiges dann umstellen und ich sag mal so für sich einrichten, dass sie sagen, ja, für mich ist es perfekt, dann funktioniert das System wirklich erstaunlich gut und dann kann ich da auch Debian mit Cinnamon oder auch mit anderen Desktops wirklich auch sehr, sehr, sehr gut empfehlen. Debian ist immer noch ein sehr, sehr gutes, stabiles Betriebssystem, was aber natürlich ein bisschen mehr, ja, am Anfang jedenfalls Arbeit benötigt. Und wenn man sich jetzt so meine Aussagen anhört und hört, ja gut, ich möchte ein aktuelles Debian, ich möchte einen Cinnamon Desktop und ich vermisse zugleich manche Linux Mint Anwendungen, dann wird sich wahrscheinlich derjenige, der aufgepasst hat, fragen, ja, warum zum Teufel nimmst du dann nicht einfach die Linux Mint Debian Edition? Gibt es ja auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bewusst, als ich bei der Entscheidung war, es musste auch eine relativ zügige Entscheidung her, ich wollte ja weiterarbeiten, bewusst dagegen entschieden. Tatsächlich, um einfach mal von Linux Mint für eine Zeit wegzukommen, um einfach zu schauen, okay, gut, wie ist es ohne Linux Mint? Vielleicht verpasse ich was komplett, wenn ich Linux Mint habe oder vielleicht bin ich schon in so eine Betriebsblindheit gekommen sozusagen. Nutze ich überhaupt das richtige System? Empfehle ich das System den anderen denn überhaupt? Weil man muss tatsächlich sagen, und deswegen kam LMDE erstmal nicht auf den Tisch. Jetzt im Nachhinein glaube ich, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, wäre LMDE tatsächlich auch eine valide Lösung. Ob es eine bessere ist, weiß ich nicht. Müsste man sich natürlich im Langzeittest nochmal ansehen. Vor allen Dingen, wenn ich da dann die Softwarequellen auf das aktuellere starte. Allerdings bin ich ehrlich, ich habe meinen Rechner jetzt wieder eingerichtet. Das hat lange gedauert, bis ich wirklich zufrieden war. Und ich werde meinen Rechner jetzt die nächsten 2, 3, 4 Jahre, denke ich, nicht mehr nochmal umschmeißen. Das heißt, ich werde jetzt hier auf diesem Debian Cinnamon lang genug bleiben. Ich werde nicht mehr in den Testing-Bereich reingehen. Ich möchte die stabile Version dann nutzen. Soweit ich dann erstmal keine Features vermisse, werde ich dann da auch soweit bleiben. Und ich freue mich da auf jeden Fall tatsächlich auch drauf. Also ist ein schönes System mittlerweile, das Debian Cinnamon. Ich bin damit zufrieden. Und jetzt ist vielleicht auch immer die Frage, würde ich auf meinen anderen Rechnern weiterhin Linux Mint nutzen oder würde ich hier auch auf Debian wechseln? Und hier bin ich ganz klar, ganz ehrlich, ich würde weiterhin oder werde weiterhin Linux Mint nutzen. Ich habe das getestet, ich habe Linux Mint in Anführungszeichen eine Challenge gestellt,
getestet, ist es noch die richtige Distribution, die ich hier ganz vielen Leuten tagtäglich empfehle? Oder setze ich und somit dann auch die anderen vielleicht auf ein komplett falsches Pferd? Und ich kann euch sagen, nein, das tun wir absolut nicht aktuell. Auch wenn Linux Mint so ein bisschen, ich finde, die Segel rausgenommen hat in den letzten Jahren, ist immer noch ein sehr, sehr rundes und ziemlich gutes Gesamtpaket, wodurch ich das auch dir langfristig auch unbedingt empfehlen kann, solange natürlich dein Rechner damit klarkommt. Ne? 90% der Rechner kommen natürlich damit auch klar, vielleicht auch sogar mehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns am Sonntag entweder zum neuen Video, am Dienstag zum Livestream oder am nächsten Freitag zu einem weiteren Video und zwar mal wieder eines im Partnerprogramm. Macht es gut, ciao.